Anfang stand ein Plot. Bereits im Jahr 2006 signalisierte EU-Kommissionspräsident Barroso, dass eine Reduktion des Verwaltungsaufwandes im rechtlichen Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz am besten durch einen EWR-Beitritt seitens der Schweiz oder ein Assoziationsabkommen, besser bekannt als Rahmenvertrag, erreicht werden könne. Im Dezember 2012 bekräftigte der Rat der Europäischen Union diese Sichtweise und entschied, dass es keine neuen bilateralen Abkommen nach dem Modell der bisherigen Verträge mit der Schweiz mehr geben werde. Der Weg vorwärts könne nur ein allumfassendes Rahmenabkommen sein, das im Falle eines Disputs in gewissen Bereichen EU-Recht über Schweizer Recht stellen würde. Dieses Vertragswerk liegt seit 2018 auf dem Tisch. Der Bundesrat war sich jedoch bewusst, dass das Stimmvolk noch nicht bereit war, diesem zuzustimmen. Die Annahme der aktuellen Begrenzungsinitiative würde das bundesrätliche Ziel eines institutionellen Rahmenabkommens mit der EU verunmöglichen. Daher hatte unsere Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga bei einem von der Weltwoche aufgedeckten WEF-Geheimtreffen mit der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die EU um Stillschweigen im Vorfeld der Begrenzungsinitiative gebeten, damit diese mit einer konzertierten Angstkampagne zu Fall gebracht werden könne. Tell the True Swiss hatte ausführlich darüber berichtet. Denn nur so hätte das geplante Rahmenabkommen, welches die uneingeschränkte Beibehaltung der EU-Personenfreizügigkeit vorsieht, Bestand. Sommaruga offerierte von der Leyen im Gegenzug unverfroren das spätere Durchdrücken des institutionellen Rahmenabkommens. Dieses Rahmenabkommen untergräbt das föderalistische und direkt demokratische Regierungssystem der Schweiz. Hallo und grüezi. Ein freies und selbstbestimmtes Land wie die Schweiz hat die Einwanderung selber zu steuern, wie dies die meisten erfolgreichen Länder der Welt tun. Es ist Usus, dass der Schweizer Bundesrat bei Abstimmungsvorlagen auch als Exekutive seine Sicht der Dinge kundtut. Jedoch hat die Kampagne des Bundesrates gegen die Begrenzungsinitiative einen Grad an Unehrlichkeit und Widerspruch angenommen, der das übliche Maß an offiziellen Unwahrheiten in Abstimmungskämpfen übersteigt. Es wird behauptet, dass eine Annahme der Initiative zwingend zu einer Kündigung der bilateralen 1 und damit zu einem Wegbrechen des Schweizer Wohlstands führen würde. Nun, dies entspricht, wie wir noch sehen werden, nicht den Tatsachen. Allen Beteiligten ist klar, dass der Zugang der Schweizer Exporteure zum EU-Markt zu weit über 90% durch das Freihandelsabkommen EU-Schweiz von 1972 gesichert ist. Sollte die EU diskriminierende Maßnahmen gegen die Schweizer Wirtschaft verhängen, könnte der Bundesrat vor der Welthandelsorganisation WTO gegen Brüssel klagen. Aber hören wir nun, was unsere Justizministerin Keller-Sutter stellvertretend für den Schweizer Bundesrat und anschließend der urige vormalige SVP-Parteipräsident Albert Rösti begleitend zur SVP-Begrenzungsinitiative zu sagen haben. Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, am 27. September entscheiden wir über die Begrenzungsinitiative. Diese Initiative will, dass wir die Personenfreizügigkeit mit der EU kündigen, wenn das Abkommen nicht auf dem Verhandlungsweg innerhalb einem Jahr außer Kraft gesetzt werden kann. Wenn wir dieses Abkommen kündigen, verlieren wir auch die 6 anderen Abkommen der bilateralen 1 automatisch, denn sie sind rechtlich miteinander verbunden. Dank dieser Verträge, für die wir nach dem Nein zum EWR 7 Jahre verhandelt haben, kann die Schweiz in Europa einen eigenständigen Weg gehen.
Wir können unsere nationalen Interessen wahren, ohne der EU beizutreten. Und unsere Wirtschaft hat stark von diesen bilateralen Verträgen profitiert. Wie jeder Vertrag hat auch die Personenfreizügigkeit nicht nur Vorteile. Klar ist, wir wollen nur so viel Zuwanderung wie nötig und wir wollen die Löhne in diesem Land schützen. Deshalb haben wir von Anfang an auf flankierende Maßnahmen gesetzt. Da ist es eine fast religiöse Frage beider Seiten. Wir müssen sowohl die EU wie die Schweiz hier bereit sein, über den eigenen Schatten zu springen und kreative Wege zu finden, damit das Ziel der Übung, der Marktschutz, weil darum geht es, auch auf anderen Wege, die vielleicht für den 21. Jahrhundert heute existieren, erreicht wird. Gleichzeitig fördern wir die inländischen Arbeitskräfte, besonders die Älteren. Mit gezielter Aus- und Weiterbildung sollen sie konkurrenzfähig bleiben. Zudem wollen Bundesrat und Parlament ausgesteuerten Arbeitslosen, die über 60 sind, die lange gearbeitet und wenig Vermögen haben, bis zur Pensionierung eine Überbrückungsleistung gewähren, zur Sicherung ihrer Existenz. Geschätzte Schweizerinnen und Schweizer, unsere Volkswirtschaft muss rasch wieder zu ihrer ausgezeichneten Form zurückfinden, die sie vor der Corona-Krise hatte. Um das zu erreichen, sind die Unternehmen, besonders die kleinen und mittleren, auf zuverlässige Beziehungen mit unserer wichtigsten Handelspartnerin, der EU, angewiesen. Jetzt ist nicht der Moment für Experimente. Die Schweiz braucht Stabilität und Sicherheit. Das haben wir heute mit den bilateralen Verträgen. Nun entscheiden wir am 27. September über eine Initiative, die den bewährten bilateralen Weg und damit die guten Beziehungen zu unseren Nachbarn in Frage stellt. Diese Initiative setzt die Freiheiten und den Wohlstand der Schweiz aufs Spiel, die wir uns in den letzten Jahrzehnten hart erarbeitet haben. Solide Verhältnisse und der hindernisfreie Zugang zum EU-Markt sind aber unverzichtbar. Mehr denn je. Aus all diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament Ihnen ein Nein zur Begrenzungsinitiative. Geschätzte Delegierte, 1 Million Zuwanderer in den letzten 13 Jahren. 1 Million und die Personenfreizügigkeit und die Zuwanderung geht unvermindert weiter. Wir, die SVP, wollen keine 10 Millionen Schweiz. Das gilt es in diesem Jahr zu verhindern, die nötigen Schritte einzuleiten. Es bleiben uns also knapp 4 Monate, die Bevölkerung von der Notwendigkeit zu überzeugen, jetzt endlich die 2014 gewonnene Masseneinwanderungsinitiative umzusetzen und die maßlose Zuwanderung in die Schweiz zu begrenzen. Haben wir gegen die Übermacht, gegen vor allem die finanzielle, nicht argumentative, Übermacht von Economy Suisse, den ausländischen Managern, die sich nicht mehr um die Schweiz kümmern, der Gewerkschaften und aller anderen Parteien eine Chance. Wir müssen für die Schweiz diese Abstimmung gewinnen. Sie versuchen uns, das Wort im Mund umzudrehen und reden die ganze Zeit nur von Kündigungsinitiative. Mit dieser Lüge, liebe Delegierte, will ich jetzt aufräumen. Die Begrenzungsinitiative will Verhandlungen. Sie fordert, dass die Bundesverfassung mit Artikel 121b Zuwanderung ohne Personenfreizügigkeit ergänzt wird. Sie fordert im ersten Absatz, dass die Schweiz die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig regelt. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit für jeden souveränen Staat. Eigenständig regelt, so wie wir das vor der Personenfreizügigkeit getan haben und so wie das eben die meisten Länder dieser Welt auch tun, die souverän bleiben wollen.
Im Text der Begrenzungsinitiative ist der Weg, wie das erreicht werden soll, klar benannt. Auf dem Verhandlungsweg, wortwörtlich im Text, auf dem Verhandlungsweg ist anzustreben, dass das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweiz einerseits und der EU und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit innerhalb von 12 Monaten nach Annahme der Initiative durch Volk und Stände außer Kraft zu setzen ist. Der Bundesrat muss also zuerst verhandeln und hat ein Jahr Zeit. Erst dann, wenn alle Verhandlungen und Bemühungen nichts nützen, sieht die Initiative als letztes Mittel die Kündigung der Personenfreizügigkeit, die Kündigung eines bilateralen Vertrages vor. Damit, meine Damen und Herren, ist klar, dass die Formel Begrenzungsinitiative ja bedeutet bilaterale Nein, schlicht eine Lüge ist. Die wird von unseren Gegnern geflissentlich verbreitet und dagegen gilt es anzutreten. Es geht darum, das Personenfreizügigkeitsabkommen zu beseitigen, auf dem Verhandlungsweg, zum Beispiel durch eine Sistierung. Das würde bedeuten, dass alle anderen bilateralen Verträge Bestand hätten, was durchaus im Interesse der Europäischen Union sein wird, denn vor allem sie profitiert ebenso von diesen Abkommen. Ist die EU aber nicht gewillt, anzuerkennen, dass die maßlose Zuwanderung für die Schweiz bei einem Ausländeranteil, der bereits heute europaweit der höchste ist, mit Ausnahme von Luxemburg weitaus der höchste ist, dass diese Zuwanderung unerträglich ist? In diesem Fall ist selbstverständlich das Abkommen zu kündigen. Das kann aufgrund der Guillotine-Klausel eine Kündigung von weiteren lediglich 6 von 120 Verträgen sein. Alle anderen Verträge, namentlich das Freihandelsabkommen, das für die Wirtschaft im Zentrum steht, freier Handel ist für uns wichtig mit der EU. Das steht nicht zur Disposition, meine Damen und Herren. Die Personenfreizügigkeit schadet mehr, als sie nützt, und sie wird in Zukunft vor allem mehr schaden, als sie nützt. Nicht auszudenken, wenn eine größere Rezession in unseren umliegenden Ländern eintreten sollte, was dann passiert, welcher Zuwanderungsdruck uns dann wartet. Weshalb braucht es zwingend die Beseitigung der Personenfreizügigkeit? In 13 Jahren wurde uns nicht mehr Wohlstand beschert mit der Personenfreizügigkeit. Vielmehr haben wir heute genauso viel pro Person im Portemonnaie wie bei Einführung der Personenfreizügigkeit. Das Bruttoinlandprodukt, die Wirtschaftsleistung, ist zwar gewachsen, pro Person stagniert sie aber seit mehreren Jahren. Wir haben mehr Leute, mehr Infrastruktur, aber am Schluss zählt ja für jede und jeden von uns, was im Portemonnaie bleibt. Und hier verfügen wir nicht über mehr Geld. Die Personenfreizügigkeit führt vor allem zu mehr Druck auf Arbeitsplätze und Löhne. Seit der Einführung ist die Anzahl der Ausgesteuerten und von der Sozialabhängigen über 55-Jährigen massiv um gegen 50% gestiegen. 50% mehr Leute über 55 in der Sozialversicherung müssen Sozialhilfe beziehen, muss uns zu denken geben. Jeder über 50-Jährige hat heute Angst, wenn er die Stelle verliert, dass er durch einen jüngere, günstige Arbeitskraft aus der EU ersetzt wird. Dass der Bundesrat dies anerkannt, ist immerhin eine erste Anerkennung, dass wir hier ein Problem adressieren, das für die Schweiz noch ganz groß werden kann. Dass der gleiche Bundesrat das Problem mit einer neuen Sozialversicherung, mit einer Überbrückungsrente zudecken will,
heißt nichts anderes, als dass man mit Hunderten von Millionen gegen unsere Initiative antreten will. Das ist reine Symptombekämpfung. Stellen Sie sich diese Widersprüche vor. Auf der einen Seite will man das AHV-Rentenalter erhöhen, mindestens die Angleichung der Frauen an die Männer schon mal, damit dieses Sozialwerk nicht auseinanderfällt. Auf der anderen Seite führt man eine neue Sozialversicherung für 60-Jährige und Ältere ein. Das geht nicht miteinander. Wird Milliarden von Franken kosten, nicht einige hundert Millionen, wie es heute der Bundesrat sagt. Das müssen wir verhindern. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Und das kann nicht mit einer Sozialversicherung sein. Unsere Leute, wir wollen Arbeit und nicht Rente. Ich frage mich zuweilen, wie man eigentlich ein Bild der Zuwanderung machen kann. Und das eindrücklichste Bild ist für mich in meiner Region, habe das im Sommer auch verschiedentlich mit Journalisten getätigt, gehe mit ihnen auf Stockhorn, ob Thun, sie können auch auf den Niesen gehen. Dann sehen Sie die Stadt Thun. Die Stadt Thun hat 42.000 Einwohner, meine Gemeinde gerade unmittelbar angrenzend 6.000, gibt 48.000. Das ist etwa die Zahl, die heute, wo alle sagen, es wandern ja wenige zu, die heute nach wie vor zuwandern, gegen 50.000. Und stellen Sie sich jetzt dieses Bild vor. Sie können auch auf den Bürgenstock und auf Luzern schauen, das sind noch etwas mehr. Dann sehen Sie die Infrastruktur, die Leute brauchen. Diese Leute schlafen doch nicht unter der Brücke. Sie sehen vom Stockhorn aus, von der Kehrichtverbrennungsanlage über die Autobahn, den Bahnhof, alle Infrastruktur, die notwendig ist für 50.000. Jährlich diese Überbauung in der Schweiz, jährlich so viel braucht es. Mindestens eine Stadt Thun. Nun, meine Damen und Herren, die maßlose Zuwanderung hat auf all unsere Lebensbereiche negative Auswirkungen. Die Erwerbslosigkeit der bereits Zugewanderten nimmt massiv zu und ist weit höher als im schweizerischen Durchschnitt. Zuwanderer werden von anderen Zuwanderern verdrängt und damit in die Sozialhilfe geschoben. Gegen die Hälfte aller Sozialhilfeempfänger sind Ausländer. Wer pendelt, der lebt täglich verstopfte Straße, volle verschmutzte Züge und dies nimmt laufend zu. Sei es auf der Autobahn, sei es im öffentlichen Verkehr, die Staus, rein die Staustunden, die Verluste für unsere Wirtschaft sind enorm und im Zug hat es auch keinen Platz. Die maßlose Zuwanderung schadet der Umwelt. Sind wir nicht eben in einer völlig grünen Welle, wo sich alle großen Staatschefs fast beugen vor diesem herzigen Mädchen Greta und applaudieren, aber zu Hause wollen sie nichts tun. Zu Hause im eigenen Land aufräumen. Frau Bundesrätin Sommaruga, Frau Bundespräsidentin, entschuldigen Sie, Sie rühmt nicht das Land, sie hat die Möglichkeit, vor allen Staatschefs dieser Welt, vor allen wichtigen Unternehmen dieser Welt, hätte sie die Möglichkeit, die schöne Schweiz mit ihren grossen Leistungen an Exportprodukten, ihren Naturschönheiten für den Tourismus anzupreisen. Aber was tut sie? Sie sagt, meine Damen und Herren, die Welt steht in Flammen. Die Welt steht in Flammen. Ist das ein Verkauf unserer Schweiz? Aber wenn es darum ginge, unsere schöne Schweiz zu retten vor der maßlosen Überbauung und Zubetonierung, da ist man dann wieder weltoffen für die Zuwanderung
aus allen Herren Ländern und die Zubetonierung. Die maßlose Zuwanderung schadet der Umwelt. Da sagen mir immer die Leute, ach, das ist dummes Zeugs. Ob einer jetzt in Polen wohnt oder in der Schweiz, spielt doch keine Rolle. Der CO2-Ausstoß ist gleich. Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht so. Die Migration vom ländlichen Raum in städtische Zentren, in Metropolen, führt immer zu mehr CO2-Ausstoß, weil letztlich der Fußabdruck höher ist. Das können Sie nachweisen. Justizministerin Keller-Sutter beharrt auf dem Irrtum, dass es bei der kommenden Abstimmung um folgende Frage gehe. Wollt ihr Wohlstand oder nicht? Dabei besagen die bereits 2015 im Auftrag des Bundes erstellten Studien, dass es in der Zeit der Personenfreizügigkeit pro Kopf nur ein geringfügiges Einkommenswachstum gegeben hat. Das ganze Wirtschaftswachstum ergab sich vor allem aus der Bevölkerungszunahme auf Kosten der Produktivität und der gesellschaftlichen Kohäsion. Die Unternehmen und Gewerkschaften profitieren maßgeblich von der Personenfreizügigkeit. Die Firmen verfügen über ein Reservoir an billigen Arbeitskräften aus der EU und die Gewerkschaften kassieren Millionen dank den flankierenden Maßnahmen, die sie aufgrund der Personenfreizügigkeit zum Schaden eines liberalen Arbeitsmarktes einführen konnten. Anstatt diese Interessen offenzulegen, erzählt man dem Stimmvolk das Märchen der bilateralen Eins als Lebenselixier des Schweizer Wohlstands. Verehrte Stimmbürger, aus all diesen Gründen empfiehlt der TEL die Annahme der Begrenzungsinitiative. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ihr könnt die Arbeit vom TEL durch eine PayPal-Spende oder ein ExpressVPN-Abo unterstützen. Ich freue mich auch über euren Daumen hoch, wenn ihr dieses Video teilt und den Tell the Truth Swiss Kanal abonniert. Bitte vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr kein neues Tell the Truth Swiss Video verpasst. Vielen Dank und bis bald.